Hallo und willkommen zurück bei Titan Quest. Es ist Nacht geworden hier in Sparta, aber mir fürchte uns nicht. Mir tappe zurück und hole mir das Zeug des Malai-Klostern zwangsweise. In zwei Viecher sind auch noch dort, wenn wir noch den Kopf entschlagen müssen. Ups. Als erstes mal uns mal an dieser königlichen Truhe vergreife. Barbarenschild der Fähigkeit, viele Essenzen. Eieieiei. Das sieht gut aus schon mal. Stirnkranz der Muskelkraft, das hört sich auch richtig gut an. So, und jetzt gehen wir noch gerade hier nach oben. Da waren noch ein paar, die noch, glaube ich, was von uns wollen, oder? Eventuell. Oh. Holla. Das ist ein neues Gebiet. Das Pelanatal liegt hinter dir. Wenn du Leonidas suchst, wirst du ihn im spartanischen Lager hinter dir finden. Ja, das ist das nächste Gebiet erst. Okay. Ja. Dann halt zurück zum Lager und... Moment. Ist ja geil, wie sich die Soundkulisse nachts ändert. Das ist echt schön gemacht. Wo bin ich jetzt? Ich bin hier. So, jetzt gucken wir sie erstmal hier, was wir alles haben. Okay, wir haben hier ein Barbarenschild der Fähigkeit. Oh, das ist aber cool. Das müssen wir auf jeden Fall nehmen. Auf jeden Fall mal. So, Moment. Energierick, das brauche ich nicht. Gesundheitstrank. Oh, das ist so großer. Kältewiderstand. Wir haben Verteidigungsqualität. Nee, das brauche ich nicht. Hm, 4% Wahrscheinlichkeit für 100% Schadensreflexion. Das ist auch nicht schlecht. So, was ist... Ach, gucken wir es erstmal. Stirnkranz der Muskelkraft. Das ist doch gut. Da müsste man wohl in Intelligenz investieren. Das hört sich nämlich... Nee. Ha. Wir haben 4 Stärke hier schon drauf und 12 Rüstung. Das brauchen wir nicht. Das da brauchen wir auch nicht. Das ist alles so toll. Nein. Nein. Das wäre cool. Das will ich aber haben. Das hört sich gut an. Wir müssen mal Geschicklichkeit. Okay, was ist das hier? Geht doch mal austauschen. Ja, genau. Lieber ein bisschen Feuerwiderstand hole. So, wie kann ich jetzt, wenn ich das hier machen will, müssen wir mal gucken, was wir hier tun können. Die Waren bitte nicht anfassen. Ja, du kannst sie von dort aus gut genug sehen. Nein, weg damit. Weg, weg. Weg, weg, weg. So, jetzt müssen wir mal gucken. Vielen Dank, dass du nicht herumlungerst. Kann ich nicht machen, du.
Okay. Aber das Anua Händler. Guten Tag. Aber Arkanist, was kannst denn du noch machen? Du? Guten Tag. Da kann ich nur die Klasse umschalten, also die komische Ware-Klasse. Da kann ich aber echt nichts für mich machen. Schade. Ich hätte jetzt gerne gewusst, ob ich irgendwie einen Effekt von meinen Ausrüstungsgegenständen entfernen kann. Lege dir ein Relikt zu! Lege dir einen Gegenstand zu! Alter, der Sch... Oh, so geht das. Oder? Also jetzt gesetzt den Fall, ich möchte deine 1 bis 8 Blitzschade durch das hier ersetzen. Probier mal. Nein? Nein? Nein. Das ist eine arkane Formel. Achso, ich brauche hier so eine Formel. Achso, da habe ich noch gar keinen. Das ist das Gleiche. Tja. Das ist ja doof. Ist jetzt wirklich gedacht, ich könnte hier. Vielen Dank, komme wieder! Ja, vielen Dank für nichts. Wie geht denn das? Ich würde gerne hier einen Zauber ändern. Aber nicht tun. Automatisch sortiert. Ach, cool. Noch gar nicht gemerkt. Das ist ein bisschen blöd. Gucken, wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ich würde gerne, ich habe ein paar schöne Sachen, die würde ich gerne mal austauschen. Muss doch bestimmt gehen. Bin doch bestimmt zu blöde vor. Na, anyway, dann geben wir halt das Domo ab. Du hast ihn also umgebracht. Ich muss sagen, dass ich nicht gedacht hätte, dass du das schaffen würdest. Du bist kein Spartaner. Sprich mit dem General, wenn es sein muss. Aber beeil dich. Leonidas ist ein beschäftigter Mann. Ich auch. Du bist also derjenige, der den Zentaur besiegt hat. Ich hatte gedacht, dass nur ein Krieger Spartas solch eine Aufgabe bewältigen kann. Du bist also in Diomedes Auftrag hier. Nun gut. Ich werde ein paar meiner Männer schicken, die sein Dorf verteidigen sollen. Dies ist nicht die erste Bitte um Unterstützung, die ich erhalten habe. Diese Bestien sind jetzt überall. Und die faulen Bürger, die über die Disziplin der Spartaner gespottet hatten, jammern jetzt nach Hilfe. Egal. Diese Kreaturen werden noch den Tag bereuen, an dem sie es gewagt haben, spartanischen Boden zu betreten. Du musst nun zum Orakel von Delphi reisen. Es wird wissen, wo diese Monster herkommen. Ich würde einen spartanischen Krieger schicken, aber ich brauche alle für den Kampf. Geh nach Megara. Und such meinen alten Freund Timon. Er kann dir helfen, ein anständiges Opfer für das Orakel zu besorgen. Junger Krieger, vergiss nicht. In Tapferkeit wird man nicht geboren, man wächst hinein. Hui, ein Fähigkeitspunkt. Oh. Die
Worte des Orakels. Das Orakel von Delphi. Das haben wir schon mal gehört. Okay, was ist das hier? Oh, cool. Ein Opfer. Was opfert man doch so im Orakel? Eine Jungfrau oder wie? So, was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas? Gut. Nee, kein Attribut. Hier, ein ungenutzter Fähigkeiten. Ich würde sagen, dann stecke mal hier drin, oder? Ja, dann kriegen wir doppelter Einsatz. Ausweichen, das ist auch nicht schlecht. Schmerz ignorieren. Das ist aber auch nice. Oh, das ist so viel schöne Sache. Und so wenig Fähigkeitspunkte. Okay, dann das durchschleppen wir mal noch mit. Können wir eventuell irgendwann brauchen. Dann, der macht hier nichts für uns. Dann gehen wir mal da oben weiter. Also mal Feuerware. Das funktioniert doch bestimmt. Das ist wieder ein neuer Tag. Moment. Ja. Hast du noch was für uns? Diese Straße führt nach Delphi. Du kommst durch Megara und dann zur Küste. Das ist doch schön. Hier haben wir wieder ein paar Hoshis. Helfen die mir, wenn die kommen? Ajo. So, man kann es ja auch geschickt machen. Ich muss mal gerade einen Cut machen, bin gleich wieder hier. Okay, bin wieder da. Muss mal nur eine Katz gucken. Dann, wo war mal Stimmtieb? Genau hier. Blöde Hab hier. Die Nester hier auf dem Baum. Süß. Ja, nutzen wir halt mal Schrein der Heilung. Nichts dagegen. So. Oh, eine Höhle. Oder? Kugelweber. Ey, was soll denn das?
Eventuell nutzen können. Oh, 20 Rüstung. Oh, das ist doch was. Eventuell könnte ich für die anziehen und hätte ich viel mehr Rüstung und ich könnte mir noch was drauf machen. Plus 5 Bewegung. Nee. Ach, kann nur Bögen verzaubern. Ah, das müsste ich in Ammo verticken. Ring und Amulette. Oh, das hier. Ja. Hä? Wieso? Achso, ich muss mit rechts draufklicken. Warte mal. Ach. Bin ich blöd. Ah, Mann. Mit rechts muss ich doch draufklicken. Phase Verzauberer. Unglaublich. Also manchmal. Und was ist das? Was war das genau? Kann nur Schilde verzaubern. Ja, gut. Machen wir einfach mal. Also manchmal steht man echt auf dem Schlauch und da habe ich echt Erfahrung drin. Okay, war nur eine kleine Höhle, auch gut. Vorteil von der Höhle, ich habe endlich rausgefunden, wie es vor Zauberer nochmal geht. Ui, ein Brunnen der Wiedergeburt. Das ist doch nett. Ey, 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 ey. Komm, 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 noch mal unten. Komm, komm, komm. Rankommen, weil alle gar Stress haben. Noch so ein kleines Lager von denen. Das ist eine Bombe leer. Der war für Bombe. Du hast keinen Platz mehr. Ach nee. Schon wieder. Gibt's doch nicht. Oh ja. Wenn ich da noch irgendwie was für Helme hätte. Nein. Der hat schon, der ist schon erweitert.
Antenne. Ja, wo ist das nächste? Du hast keinen Platz mehr. Super, ich glaube, ich muss noch einmal zurückrennen. Naja, das ist aber alles eher... Brauche ich eher nicht. Wo geht's hier hin? Ah. Einfach hier rum. Auch gut. Ja. Das ist wahrscheinlich dann der einzige Weg, oder? Oha. Wollte mal gucken, ob es da unten rum geht. Ob es hier, ob hier was machen kann. Ne, eher nicht. Okay. Achso, ja, ich bin gerade auf die Rechtsbautasche gekommen. Das war halt das andere, wo wir noch nie genutzt haben. Auf jeden Fall brüllt da dann ganz gut. Wieso Brülläffchen? Komm, komm, komm. Was ist denn das? Die Oktofrau Wildsau, die glüht. So langsam muss ich echt mal wieder Material abladen. Das ist eine einfache Truhe und ich kann nichts machen. Als wenn der Wut hat, geht er gut ab. Geht's noch ein gutes Stück weiter. Ich wisse, ob bald die nächste Stadt kommt. Den machen wir, glaube ich, anders da. Ich glaube, ich renne nochmal zurück und vertieg das ganze Zeug. Na, ich mache hier eben, weil es scheint einfach zu viel. Könnte ich eventuell das da nutzen und na, ich kann es auch einfach zaubern. Guck, oh, ich habe eine Stufe aufstieg, denn da können wir aber noch schnell machen, oder? Da war doch was. Erst gucken wir mal, ich wollte doch das hier nutzen, da brauche ich mir Geschicklichkeit. Eventuell können wir ein bisschen was für Geschicklichkeit machen. Sollen wir mal probieren. Ah, langt immer noch nicht. Und Stärke. Ja. Ja, machen wir einfach. So, und jetzt nochmal 3 Stück. Das ist schwer. Ja, das machen wir das nächste Mal. Das muss ich mal gut überlegen, was ich hier mache. anyway, wir machen hier einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es weiter. Dann hier in dem Lager irgendwie. Dann habe ich ein leeres Inventar. Und bis dahin dann. Bye, bye.